Hallo, meine lieben Pilzpuzzle. Heute ist Verlosungstag. So, ich habe alle Abonnenten aufgeschrieben. Ich bedanke mich auch bei den neuen Abonnenten. Ihr habt es gerade noch rechtzeitig geschafft, würde ich mal sagen, weil ich habe das Video noch nicht abgedreht gehabt und somit konnte ich euch in den Lostopf reinwerfen. Somit haben wir jetzt 19 Abonnenten. Ich freue mich und bin riesig glücklich. 19 ist eine starke Zahl, finde ich. Und hier sind unsere Zettelchen. Ich gebe die hier aus und ich zähle sie euch vor und tue sie dann wieder hier in den Lostopf rein, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich mische und es geht natürlich um diese kleine Zaubermaus mit diesen wunderschönen Flügeln. Die könnt ihr euch hinsetzen, die könnt ihr euch hinhängen, wenn ihr möchtet. Die könnt ihr euch auch anlehnen, wie ihr möchtet, könnt ihr euch auch auf die Seite irgendwie legen. Ganz eure Sache. Ich wünsche euch allen viel Glück und jetzt geht's los. Also ich mische und mische und mische und mische und mische. Ich gucke auch weg. Ich gucke mir gerade die Sachen an, die ich gerade für eine ganz liebe Bastelfreundin mache. Die mag nämlich Nähjungfrauen sehr gerne. Ja. So, ich nehme diesen Zettel, mache ihn vor der Kamera auf und es ist Frangolina. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich freue mich für dich, weil du ja immer den anderen den Vorrang lässt. So, für die anderen tut es mir natürlich leid, aber es kann ja nur einer gewinnen, ihr Lieben. Und Frangolina, du kannst dich bitte bei mir melden wegen deiner Adresse. Und natürlich wünsche ich dir besonders viel Glück auf deinem Weg nach Berlin. Ich finde es toll, dass du das für uns machst. Und ja, für mich ist das natürlich was ganz Besonderes. Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, aber leider ist es mir echt nicht möglich. Bei sowas bin ich ja immer die Erste eigentlich. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Fühl dich gedrückt und umarmt von mir. Und mein Filzfussel-Tag, der wird auf jeden Fall klingeln. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Tschüss.